Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Supermarkt Simulator. Viel ist passiert, ihr habt nichts verpasst, weil alles dokumentiert ist. Ich bin hier, aber ich glaube, eigentlich muss ich hier hin. Das ist unser Laden, das sind Jorge und Torge, die beiden Brüder. Die sind nicht Brüder, die sehen nur so aus. Und zwar ist die Geschichte, dass ihre Eltern waren Zwillinge und die haben über Kreuz geheiratet. Also, seine Mutter ist die Zwillingsschwester von seiner Mutter. Und sein Vater ist der Zwillingsvater von seinem Vater. Das heißt, genetisch betrachtet sind sie Brüder. Juristisch betrachtet sind sie Cousins. Jorge und Torge. Und das ist eine tolle Geschichte. So, das hier sind Alfons und Belfons. Und die Geschichte zwischen denen ist schnell erzählt. Er und er, die kennen sich nicht. Die kommen aber aus einem Land, Quacksalbien. Und in Quacksalbien sehen die alle so aus. Und niemand weiß warum. Und das ist das Interessanteste über dieses Land. Da gibt es eigentlich nicht viel. Da gibt es 3 Brücken, 7 Parks, 8 Häuser und nichts weiter. Und die sehen aber, die Bewohner sehen alle gleich aus. Und die Frauen sehen auch so aus. Also ich weiß auch nicht, ob das Frauen oder Männer sind. Das kann man nicht unterscheiden. Die tragen auch alle immer das Gleiche und alle sehen gleich aus. Das ist total spooky. Und ja, dieses Rätsel hat bislang noch niemand lösen können. Aber 2 von denen arbeiten hier bei mir im Laden. So, wir haben eine Menge zu tun. Wir haben neue Waren. Sehe ich das richtig, dass wir 2,95 Euro... Wir haben 2,95 Dollar. Was? Wie ist denn das passiert? Warum ist denn mein Geldsäckel so geleert? Hallo? Das kann doch gar nicht sein. Habe ich in der letzten Folge alles ausgegeben? Offensichtlich. Na gut. Aber ich glaube, die Preise, ich muss einmal kurz gucken, Preise angepasst habe. Okay, dann haben wir aber auch schon den Laden wieder voll gemacht. So, ich wünsche, man könnte das filtern nach Preis verändert. Kann man aber leider nicht. Dann lass uns mal schauen, dass wir jetzt hier nichts übersehen. Je mehr Waren dazukommen, desto schwieriger ist es, diese Pfeile zu sehen. So, die Schoki und das Müsli und der Joghurt. Schoko-Müsli-Joghurt. 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 Das passt, dann haben wir das, glaube ich, schon gemacht. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Und hier. Nee, warte mal, das war nicht das Müsli. Das war das Müsli. Oder? Ja, das sieht alles gut aus. Wir haben vorhin 3 verschiedene Müslis. Da, das haben wir auch noch. Ja, das sieht alles super aus. Okay, dann können wir den Laden aufmachen. Und anfangen, richtig Geld zu verdienen. Guten Morgen, Jorge und Torge. Ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Heute ist der wichtigste Tag in eurem Leben, weil ihr seid dafür verantwortlich, die Regale vollzuräumen. Heute gibt es keine Mangelware. Heute gibt es nur vollste Regale. Und wenn ihr merkt, irgendwas geht zu Neige, dann sagt ihr mir Bescheid, dann bestelle ich das noch. Haben wir uns verstanden? Macht mal nichts, wenn wir uns verstanden haben. Sehr gut. Ich muss jetzt die Kunden begrüßen. Herr Rötemeier, guten Tag. Ach, dieser eifrige Schritt. Das mag ich. Sie sind nicht so groß, aber das machen Sie mit Einsatz wieder wett. Guten Tag, Herr Saibling. Einen wunderschönen wünsche ich. Okay. Herr Peterson, was gibt's denn heute? Brot, ja, Toastbrot. Sehr viel Toastbrot. Peanut Butter Jelly Time, ne? Und? Ja, noch ein bisschen, das ist Frühstück. Sie stehen auf Frühstück, was? Naja, und noch ein bisschen von dieser Milch. So, Sie können sich eine Kasse aussuchen. Jorge und Torge sind nur für Sie da heute. Jetzt haben wir schon 14,15 Euro. Wir haben gar nichts mehr zu tun. Oh, Sabine! 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 Erkennst du mich gar nicht? Ich bin's. Was gibt's denn wieder? Ah, hier, Peanut Butter. Oh, Görg. Görg, was soll das? Görg hat mich schon wieder. Der Görg ist ein bisschen aggressiv.
Bin ich gewachsen oder sind die Kunden alle so... Warum sind die denn alle so klein? Er ist normal, Görg ist normal groß, aber der Rest? Er ist auch so klein. Haben sie bei der Konkurrenz gekauft? Man weiß es nicht. Das macht klein, bei der Konkurrenz zu kaufen. Oh! Britta, das geht. Hallo Britta, das Shampoo für das Haar. Deswegen glänzt es so, ne? Einmal Shampoo bei mir gekauft, immer Shampoo bei mir gekauft. Mareike, hallo. Hä? Sabrina. Die sind Rivalinnen, ne? Sie hier und sie hier, die sind Rivalinnen. Und zwar waren die beide Jockeys. Die waren Rivalen der Rennbahn. Sie hatte so ein nussbraunes Pferd, das hieß Kikeriki. Und sie hatte eher so ein gelbes Pferd, das hieß Zitronensorbet. Und die haben schon angefangen, mit 4 Jahren im Reitclub Rivalinnen zu sein. Weil die hatten reiche Eltern und so. Und sie hatte sogar, ihre Eltern haben sogar eine Reithalle, so eine eigene auf dem Grundstück. Und dann haben die immer schon, sind die gegeneinander angeritten. Und dann waren die immer in derselben Altersklasse. Und dann haben sie irgendwann gemeinsam bei den Stadtmeisterschaften teilgenommen. Sind da um die Wette geritten. Und da gab es einen Zwischenfall. Und zwar ist Zitronensorbet hatte eine entzündete Hufe. Und da gab es gerüchteweise die Vermutung, dass quasi die Konkurrentin dahinter steckte. Und dann konnte Zitronensorbet nicht rennen. Und dann musste sie auf ein Ersatzpferd. Und dieses Pferd war sehr schwierig zu reiten. Das war kein Anfängerpferd. Das war so eine wilde Bestie. Der hieß auch Graubart, weil der halt vor lauter Aggression schon so einen grauen Bart am Kieferknochen runterbaumeln hatte, dieses Pferd. Und da ist sie gestürzt. Und bei diesem Sturz hat sie sich zum einen Spliss geholt in den Haaren, aber auch den Knöchel aufgerieben. Und durch diesen Knöchelaufrieb musste sie dann ihre Karriere beenden. Und weil das Pferd Zitronensorbet niemand anderen mehr tragen wollte, weil die beiden so dicht miteinander, so dicke miteinander waren, wurde das Pferd dann eingeschläfert. Das wurde eingeschläfert. Und in dem Moment, wo das beim Tierarzt eingeschläfert wurde, kam raus, dass der Arzt, der bei ihr durch diesen Knieabrieb diagnostiziert hatte, dass sie nicht mehr reiten darf, dass das ein Quacksalber, ein Hochstapler war. Das war kein echter Arzt. Der hatte sich seinen Doktortitel quasi ergaunert. Und dann hat ein richtiger Arzt sich die Verletzung angeschaut und hat gesagt, okay, das ist ja eine kleine Schürfwunde nur. Das ist doch nur eine kleine Schürfwunde, damit kannst du doch noch weiter reiten. Das ist doch, du kannst jetzt direkt aufs Pferd steigen, das ist nur eine Schürfwunde. Ja, und dann war sie erstmal total froh und ist sie ganz schnell zum Tierarzt und wollte sagen, ihr braucht das Pferd, das Zitronensorbet nicht einschläfern. Ja, da war aber in dem Moment, hat der Arzt schon die Spritze aus dem Pferd gezogen und und da hat sie noch quasi den letzten Atemzug von Zitronensorbet hat sie noch mitbekommen, hat ihm die Hufe gehalten und dann hat sie sich geschworen, nie wieder zu reiten. So ist ihre Konkurrentin halt ohne Gegenwehr zur Stadtmeisterin ihrer Altersklasse gekürt worden. Und das ist seitdem wie so ein dunkler Schatten über dieser Stadt. Wenn man genau hinguckt, hier sieht man den noch. Das ist wie dieser dunkle Schatten noch, der über dieser Stadt seitdem. Naja. Wir haben schon 917 Mark. Das ist gut. Ich muss mal eben schauen, ob wir irgendwo leere Regale sehen. Weil das wollen wir ja nicht. Niemand will leere Regale. Das Regal ist nicht egal. Aber es sieht gut aus. Wir haben sogar noch ein bisschen Hähnchen. Oh, da ist nur noch ein Hähnchen. Ein bisschen Pommes. Oh, ich kriege richtig auch Lust. Wenn ihr diesen Hahn da seht, diesen Truthahn, oder was ist das eigentlich für ein Tief? Das ist ein richtig großer Vogel. Was ist denn das eigentlich für ein Vogel? Das kann doch kein Huhn sein. Was ist das? Ein Truthahn? Jedenfalls sehr gut. Habt ihr auch Appetit auf so einen Braten gerade? Oh, Licht, Licht, Licht. Licht. Wir verdienen nicht so viel Geld. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr verdienen. Ich finde, das ist wenig. Es ist schon gleich 8 und wir haben 1150 Mark verdient. Das ist nicht genug. Apfelsaft, Klopapier. Apfelsaft, Klopapier.
Geschirrspültabs. Das schaffen wir jetzt eh nicht mehr, oder? Apfelsaft. Geschirrspültabs. Klopapier. Wo ist das Klopapier? Da. Zu spät. Na, 4 Klopapier. Ne, wir nehmen lieber. So. So, wir haben schon einen Warenkorb gelegt. 1381 nur verdient. Das ist echt wenig. Aber es sind noch ein paar Leute im Laden. Naja. Beeilen Sie sich bitte. Jorge und Torge und Alfons und Belfons wollen auch Feierabend machen. Wolltest du nicht mal alles teurer machen? Naja, ich weiß es nicht. Truthahn, ja. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ob ich das... Oh, der... Oh, Truthahn! Oh Gott. Liegst du Truthahn? Haben wir noch Truthahn? Ich weiß nicht, wenn ich alles viel teurer mache, ob das dann... Ob die dann nicht mehr kommen. Ob die dann beleidigt sind. Truthahn ist komplett aus. Wir müssen dringend Truthahn auch kaufen. Machen wir. Kaufen wir alles. So. Kommt noch einer rein? Sie kommen bitte nicht mehr rein. Zum Glück habe ich ihm das nochmal gesagt. Ich schließe schon mal den Laden. Ihr dürft aber noch hier einmal bezahlen, bitte. Du hast auch Feierabend. Er freut sich richtig drauf auf sein Feierabend. So, einmal noch bezahlen, bitte. Danke. 1700 Euro haben wir verdient heute. Torge und Jorge räumen noch ein bisschen was ein. Aber wir können den Tag auch beenden. 41 zufriedene Kunden, das bleibt gleich. Also wir kriegen trotz mehrerer Waren nicht mehrere Kunden. Das ist ein bisschen blöd. Also die Kundenzahl bleibt gleich. Um Anfang 40 rum. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, ich hätte gehofft, da kommen noch mehr dann. Auch wir haben den Laden vergrößert und alles. Aber 1717 haben wir eingenommen. Das ist schon okay. Wir werden jetzt erstmal hier wieder Waren kaufen müssen. Zack, dann müssen wir Truthähne. Harlekin! Vielen Dank für den Support. Oh, Deerfox 60. Ich vermelde Deerfoxfee 60 Streams in Folge. Wow. Kraffi ist auch da. Kraffi 5. Kraffi, way to go. Way to go, Kraffi. Kartoffeln brauchen wir. Pizza. Pommes. Weiß ich nicht, was brauchen wir noch? Alles vermutlich. Ich bestelle einfach alles. Oh, 30 sind da sogar drin. Ich kaufe erstmal alles ein. Jetzt habe ich schon wieder richtig viel Geld ausgegeben. Das sind die Kartoffeln. Oh, shit. So. Kartoffeln hatte ich hier drin. Ja, dann machen wir noch. Das ist ja Quatsch. Und dann nehmen wir das hier noch. Da haben wir auch sogar noch Platz. Warum sollte ich mich denn so... Oh, das Hähnchen können wir so direkt da rein. Dann können wir Jorge und Torge ein bisschen entlasten. Und da passen auch wirklich nur 4 rein. Das ist blöd. Das ist da oben. Vielleicht sollte ich wirklich alles teurer machen. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich die Idee, die Preise massiv zu erhöhen, weil wenn die Anzahl der Kunden gleich bleibt und ich mehr Waren habe, dann muss ich ja, irgendwo muss ich das ja bemerkbar machen dann.
Ich glaube, ich muss mal höher gehen, wirklich. Ich muss mehr Geld verdienen, das läuft so nicht für mich. Kein Bock mehr drauf, am Hungertuch zu nagen. Ich arbeite den ganzen Tag hier im Supermarkt. Ich gebe Leuten eine Festanstellung. Die sind sozialversichert. Die haben Ansehen. Die verdienen hier regelmäßig gutes Geld. Und ich biete hier diese Billo-Preise an. Hey. Oh. Ich habe noch 44 Pizzen. Unnötigerweise noch Pizza bestellt, aber na gut. Aber davon haben wir nicht mehr so viele. Von diesen Tapsis. Mhm. Oh, noch eine Pizza. Alter Schwede. Okay, Pizza haben wir genug. Solange Dennis Richtarski nicht einkauft, habe ich genug Pizza für viele Jahre. Was ist eure Lieblingspizza? Meine Lieblingspizza ist Spinat Gorgonzola. Ist ein bisschen exotisch, ich weiß. Aber ist die beste Pizza. Ich sag's, wie es ist. Gibt auch andere leckere Pizzen. So ist das nicht. Aber Spinat Gorgonzola ist schon was besonders Feines. Maismozzarella. Und die zweitbeste Pizza ist Firma Käse. Firma Käse ist auch eine richtig gute Pizza. Oh, Schokolade ist alle. Oder? Ja. Schokolade ist alle. Schokolade und Brot. Und Süßstoff. Schokolade, Brot und Süßstoff. Wo ist denn das Brot? Brot war doch... War Brot nicht mehr hier auf dieser Ebene? Nee. Süßstoff. Mehl und Weißnudeln. Süßstoff, Mehl, Weißnudeln. Was ist das Brot? Ist das hier hinten? Hatte ich das... Da oben. Ja. Süßstoff. 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 Da. Oder Puderzucker. Wollten wir dann, wollten wir Weißnudeln. Ich glaube, weißem Mehl. Und dann wollten wir Schoko. Und wollen wir noch? Pizza Margherita mit extra Käse, Margherita Feta Pepperuccini? Pepperuccini? Was ist das denn? Soße Hollandaise. Auf Pizza ist extrem unterschätzt, sagt Similodon. Ja, ich habe früher ständig Soße Hollandaise Pizza gegessen. Aber immer so in so fettigen. Ja, so fettige Sachen einfach. Das war nicht schön. Brot wollte ich noch. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Kohle mehr. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um die Regale wieder aufzufüllen. Ich habe das Gefühl, ich verdiene nicht genug. Es muss mehr bei rumkommen. War das hier wirklich mein primäres Brotregal? Da oben? Das ist ja gar nicht Brot. Was ist denn das? Ach, das ist das Hähnchen. Das ist gar nicht das Brot. So. Okay, wo habe ich das Brot gelagert? Wo habe ich das Brot? Brot. Wo habe ich dich? Okay. Freunde. Das ist doch eine Verschwörung. Wo ist das Brot? Wo habe ich das Brot einsortiert?
Ganz hinten irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja ulkig. Es ist kein Brotregal vorhanden. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Das gibt's doch gar nicht. Wie habe ich denn all die Zeit ohne Brot gelebt? Okay. Keine Ahnung. Puder Zucker. Und da noch mehr Brot. Gegenüber der Tür? Nee. Sehr ist nur Brot. You see? Oder meinst du dieses gegenüber der Brot? Es ist einfach komplett kein Brot. Das ist echt komisch. Ich werde das Brot zukünftig hier irgendwo einlagern. Was ist denn der Butter? Ist das mein einziges Butterregal? Das würde ja bedeuten, die Butter ist auch schon wieder alle. So ein paar klassische Produkte. Also je mehr Produkte man hat, desto mehr Arbeit ist es auch einfach. Ah, hier ist die Schoki, genau. Die Schoki war da. Oh, der Joghurt. Da. Neben der Schoki. Noch ein bisschen Weißmehl. Da. Und das müsste nochmal Schoki sein, genau. So, okay. Das weiße Müsli ist falsch. Das hier? Nee, ich wollte alle Müslis beieinander haben. Beziehungsweise ein Müsli ist hier gar nicht. Blaumehl ist auch bald alle. Nee. Und der Kuchen ist auch alle. Blaumehl, Kuchen. Toilettenpapier ist auch alle. Blaumehl, Kuchen, 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 Toilettenpapier 4 und was ist der Kuchen? Voll teuer. Mein gesamtes Geld ist einfach alle. Käse, Eier, Wasser, auch noch. Auch noch. Käse. Eier. Kaufen. Ach du Scheiße. Plumps. Toilettenpapier hatten wir hier gelagert. Das ist natürlich komplett schon wieder in die Regale gewandert, weil da so wenige Rollen drin sind. So wenige Rollen. Übrigens, Toilettenpapier ist ja auch so in der Keimkette ganz weit oben anzusiedeln. Ich denke manchmal, wenn ich so auf öffentlichen Toiletten bin, dann stelle ich mir immer vor, wie ist so die Keimkette. Und die Keimkette geht ja los, Leute gehen rein, dann ist noch alles okay in die Toilette, dann sind sie im Idealfall noch sauber und dann setzen sie sich aber auf eine öffentliche Toilette. So, die ziehen die Böcks runter und dann setzen die sich auf die Brille. Und dann geht die Nummer los. So, und dann wischen die sich ja sauber. Das heißt, dass das Toilettenpapier, also die wischen da rum und dann greifen die nach dem Toilettenpapier. Und dann ist die Hand ja schon so ein bisschen besudelt. Das heißt, das Toilettenpapier ist auf jeden Fall komplett verkeimt. Dann steht man auf und drückt diesen Abzug da, womit das weggespült wird. Das heißt, der ist auch komplett versaut durch die Keime. Dann, manche machen die Brille runter, manche nicht. Dann fasst man ja die Tür an, also den Türgriff. Ist auch komplett versaut.
Dann geht man zum Waschbecken. Wenn das Waschbecken keine Bewegungsmelderaktivierung des Wassers hat, dann ist der auch komplett versaut. Das sind so die schlimmsten. Momente. Und deswegen ist Klopapier, das wirkt immer so harmlos. Aber das ist auch innerhalb der Keimkette. So, ich kann mal eine Kasse aufmachen. Muss man da wirklich aufpassen. Man darf jetzt bloß nicht einen Fehler machen, also öffentliches Klopapier, da einfach mal das zum Beispiel als Taschentuch zu benutzen oder so. Da müsst ihr echt aufpassen. Rechnung. Ach. Ich kann noch einmal Miete zahlen. Hm. Two days left. Okay, einmal Miete bezahlt. Nicht, dass wir dann irgendwann rausfliegen. Habe ich noch einen offenen Kredit? Ja. Oh Gott. Kritischer Punkt. Ja, die Hose und so auch. Aber die Hose nimmt man ja mit. Ne? Also das ist ja an einem dran. So, das ist natürlich so. Hm. Ich meine jetzt so in erster Linie die Sachen, die da bleiben. Preise erhöhen. Ja, wisst ihr was? Wieso eigentlich nicht? Ich mache mal ein bisschen mehr. Ich sage mal einfach mal 520 Euro für Bleichmittel. Nee. Ich versuche mal ein bisschen mich vom Marktpreis zu entfernen und zu sagen, ach komm, wir gehen mal ein bisschen in die Vollen. 2,80. Wir probieren das mal aus. Es kann natürlich sein, dass wir merken, das funktioniert nicht und dann muss ich alles nochmal machen. Vielleicht sagen wir so 10%. Ne? Was halten wir denn davon? 10%? Wird das eher in Prozent oder eher in absoluten Zahlen gerechnet? Zum Beispiel hier könnte man sagen, 10% 1,50 drüber. Könnte man einfach mal machen. 16... Machen wir mal 16,40. Ich mach mal. So. 3,50 Euro. Und, oh, die sind wieder ein bisschen drüber. Machen wir 3. Da machen wir 22. Die meckern, wenn es zu teuer ist. Ja, geil. Das ist doch gut. Da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Marktpreis. 10. T. Marktpreis. Da bin ich ja sogar unter Marktpreis. 7. Puh. Leute, Inflationsausgleich. Oh, da bin ich ein bisschen 11,50. Ja, das kann man lassen. Das ist okay. Kommen wir zum Öl. Da machen wir jetzt mal locker, flockig 5 draus. Mir doch egal. Der leckere Kuchen. Ja, sorry, der kostet jetzt aber 3. Oh, ich habe keine Dings mehr hier, keine Milch. Die kostet jetzt auch 14, by the way. Kann sich eh nicht mehr jeder leisten. Luxusmilch. Dann 7. Ja, so ist es halt jetzt. Und 7. Alles wird teurer. Ich muss mal schnell Milch bestellen. Und sonst haben wir ein Problem gleich. Wie sieht es hier aus? Wo ist die Milch gelagert? Da unten. Und oh, die Cola da oben ist auch alle. Das ist die weiße Cola. Milch und die weiße Cola. Okay. Das ist die. 2. Da Milch. Oh, die ist ja richtig teuer. 4 und was kann ich noch bestellen? Keine Ahnung. Süßigkeiten. Schokolade, mir egal. Zum Bam. Muss ich mal ganz schnell helfen, dass ich die. Da. Das mache ich einmal selber. Okay. Und rein. Schokolade. Ist da Schokolade, Schokolade. Und dann müssen wir die Preise wieder ein bisschen erhöhen. Das können wir sonst ja auch
später reinholen. Gehen wir erstmal wieder in die Regale und machen die Preise. Da oben Süßigkeiten. 5. Und Müsli wird auch teurer. Und zwar ja, ein bisschen viel. 7. Die feinste Schokolade. 5. Ich will mehr Geld verdienen. 6. Ich will mehr Geld verdienen. Schnauze voll. Wenn eh nur so wenige Kunden kommen, dann können wir auch ja richtig reinklopfen. 8. Und 7. Licht an. Oh, was stand da gerade? Stand da sowas wie, das Salz ist zu teuer? Wieso? 4 Euro für Salz ist doch... Was? Preise vom Kuchen waren ihm zu hoch. Ach, shit. Ich lasse das jetzt einmal so. Aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass die unzufrieden sind. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Aber dann kommen sie halt nicht wieder. So ist es halt. Was willst du machen? Man muss ja auch von irgendwas leben. Ach komm. Ich muss ein Auge drauf haben. Wachsames Auge, dass ich die nicht vergrätze. Nicht zu doll vergrätze. Aber ich sehe auch nicht mehr ein. Oh Gott, ich habe so viele Waren. Das gibt's ja gar nicht. Mehl ist zu teuer für mich. Ja, gut. Das ist ja nicht meine Schuld, dass du zu wenig Geld verdienst. Mehl ist... Oder Käse. Ich habe keinen Käse mehr. Ein paar Sachen müssen wir auch als Lockangebote... ein bisschen erschwinglicher machen. Käse ist alle. Das ist das nächste, über das die meckern werden. Hoffentlich muss ich die nicht zeitnah alle wieder zurücksetzen, die Preise. Das wäre viel Arbeit. Die mache ich nicht ganz so teuer, die Sachen hier. Das ist das Erste, was... Ey, nein! Erste, was man im Laden sieht. Soll man nicht das Gefühl haben, hier ist Feinschmecker-Abteilung oder so. Pizza machen wir 6 und der Truthahn geht rauf auf 10,90. So, ich hoffe mal, das passt. Ich sehe voller Schrecken der Käse. Haben wir jetzt mehr Geld verdient? Nee, nicht wirklich, oder? Ungefähr gleich. Machen wir zu. Ich glaube, echt einige Leute sind unzufrieden, aber es... Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich räume wieder ein paar Sachen ein. Cola, die billige Cola. Nicht die Magen-Cola. Dann hier unsere teure Ziegen-Gnu-Milch. Aber die Haribos, die waren da. Und hier noch ein bisschen mehr Haribos. Okay. Alles klar. So, wie lange dauert das? Geht doch auch rüber zu Jorge. Was soll denn das? Ich weiß gar nicht, warum Nils so arm ist. Ich habe nicht so gestruggelt. Reden wir noch über den Supermarkt-Simulator oder was? Was ist gerade Gesprächsthema? Ich könnte noch so eine weitere Lampenreihe installieren. Guck mal, da fehlt auch noch eine Lampe. Kann ich gleich noch mal eine mitkaufen. Wir haben ein bisschen mehr Geld verdient in jedem Fall. Bilde ich mir ein. Aber wir haben auch einfach richtig viel bestellt. So, was? Was war das? Miam? Was war das? War das die Marke?
Was ist da teurer geworden? Oder billiger geworden? Eigentlich ist es egal. Ich habe jetzt die Preise so sehr vom Marktpreis entkoppelt, dass es auch egal ist, wenn die Preise sich ein bisschen ändern. Hier, der Kartoffelsack ist ein bisschen günstiger geworden. Die Süßigkeiten. Die Milch. Scan. Get it. Das waren noch vier Sachen. Kartoffelsack und dann drei sind teuer. Ah, da. Pommes frites. Und die Süßigkeiten und die Milch. Okay, Süßigkeiten, Milch. Ja, das ist okay. Pommes. Können wir auf 57 gehen. Die hier waren das noch. Oh, krass. Da gehen wir auf 6. Süßigkeiten, Pommes, Milch. Was war das letzte? Süßigkeiten, Pommes, Milch und... Süßigkeiten, Pommes, Milch. Irgendwas noch. Käse brauche ich in dem Fall. Käse und Eier. Käse, Eier und was ist das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Kuchen. Käse, Eier und diesen komischen Kuchen. Also Käse und Eier waren ja noch hier erste Generation, ne? Käse. Eier. Und dieser Kuchen. Oder was ist das überhaupt? Da, das ist Kuchen, ja. Kaufe ich. Ich werde gleich mal mein Regal vergrößern. Demnächst. Ich träume davon, dann einfach von jedem Produkt 10 Stück zu kaufen. Aber dafür habe ich nicht genug Geld. Von jedem Produkt 10 Stück. Egal was es ist. Und sobald irgendwas fehlt, bestelle ich es nach. Aber normalerweise muss das alles über die EDV erfasst sein. Das kann doch nicht sein, dass man so händisch durch die Regale stolpert und immer gucken muss. Das ist doch eigentlich im Computer festgelegt. Was ist alles verkauft worden? Wie viel ist noch da? Dann muss man ab und zu mal eine Inventur machen, um zu gucken, ob die Daten übereinstimmen mit dem Lagerbestand. Und dann schauen, wie viel die Belegschaft geklaut hat. Ein gewisser Prozentteil Diebstahl ist ja einkalkuliert. Wir brauchen auch noch Truthahn und Kartoffeln, ne? Truthahn und Kartoffeln. Wie sieht das hier aus? Truthahn ist komplett leer. Kartoffeln auch. Und das Brot auch. Oh Gott, ey. Truthahn, Kartoffeln und Brot. Eieiei. Also, Truthahn 2, Kartoffeln 2. Und da sind auch noch 4 drin. Nee, ich will mehr. Ich 2 mehr und 2 Kartoffeln mehr. Und das Brot ist erste Generation. Da kaufen wir auch noch 2 von. Kaufen. Ich kann eigentlich jetzt langsam den Laden schon aufmachen. Da ich ja eh nichts mehr mache. Das machen ja alles meine Leute. Ich habe für alles meine Leute. Preise sind angepasst. Die Regale sind okay. Es fehlt, was fehlt. Irgendwas, wo gar nichts mehr von da ist. Nee, was ist mit dem Wasser? Wasser ist auch noch da. Also das, ja, kann ich jetzt schon aufmachen. Komm. Dann werde ich einfach in der Zwischenzeit, dann müssen wir nicht so lange warten. So, da kommt die rein. Ich muss nicht mehr jeden persönlich begrüßen. Aus dem Alter bin ich auch raus. Das können Jorge, Torge, Alfons und Belfons auch machen. So, Brot. Das ist der halbe Hahn. Noch mehr davon. Die sind da oben. Was, hat er die schon wieder rausgeholt? Ja. Ich glaube, er ist noch mit dem Paket unterwegs. Ich sollte das hier unten irgendwo einlagern.
Der kommt nämlich nochmal zurück, meine ich. Das dürfte eigentlich nicht leer sein. Und dann weiß der nicht, wohin damit. Da kommt er mit dem Truthahn deswegen. Okay, ja, so sieht's aus. Kartoffeln. Zwei für die Truthähne ist auch zu wenig eigentlich. Da sind halt nur vier pro Packung drin. Und Brot. Wisst ihr noch, als Brot unser größtes Paket war, was wir hatten? Was ist das? Achso, das ist. Oh, das Schokomüsli ist auch. Alle? Ah ne, da oben ist noch was. Wieso holt er das denn von da hinten? Was? Mehl ist zu teuer. Warum? Welches Mehl das? Ach komm. Das ist knapp ein Euro, oder welches Mehl? Der Apfelsaft ist zu teuer. Ach Gott, ey. Das ist so. Ach, das ist doch nicht teuer, Mann. Dann halt 3,20. Was ist zu teuer? Sag nochmal. Irgendwas war ihm noch zu teuer. Die Butter? Ach. Leute, ich kann doch nicht. Okay. Ich achte genau drauf, was die Leute sagen. Die Butter ist immer noch zu teuer. Aber Apfelsaft gönnt er sich jetzt einen richtigen Riegel. Aorte Wasserflasche ist zu teuer für mich. Ach Mann. Das ist doch nicht teuer. Leute, ich muss auch Miete zahlen. Ich habe Personal, ich habe vier Angestellte. Jetzt ist auch noch der Joghurt zu teuer. Ach Mann, da. Wie ich diesen weinerlichen Knausern hinterherlaufe und die Preise anpasse, nur damit die nichts zu meckern haben. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Das Mardi-Reis ist zu teuer, ach. Ja, sonst werde ich es halt nicht los, ne? Das ist halt auch blöd. Klar angepasst. Wer hat noch Probleme? Dem ist noch irgendwas zu teuer. Ist auch niemand mehr im Laden, die hauen alle ab. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir die Kundschaft nicht verprelle mit solchen Preisexperimenten. Das wäre wirklich ja mal schade. Jahrelang harte Arbeit in diesen Laden gesteckt, nur um ihn dann mit Gierpreisen zu ruinieren. Das funktioniert nicht. Aber der Truthahn wird gut gekauft. Ich beobachte jetzt einfach mal, ob irgendwer noch meckert. Aber momentan scheint mir meckerfreie Zone zu sein. Ich muss auch darauf achten, welche Produkte zum Ladenhüter verkommen. Und dementsprechend dann vielleicht nochmal nachjustieren. Okay, die kauft sich Basmati-Reis. Da gehe ich mal ein bisschen runter auf 13,80. Was bleibt noch liegen? Das geht. Bip, bip. Okay, der Rubel rollt. Wir machen Geld. Als nächstes werde ich mein Lager mal ein bisschen auf. Zack. Was kostet mich das denn? Eine Lagervergrößerung. Da gehen wir auf Verwaltung. Ach, Rechnung erstmal zahlen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Jetzt haben wir auch schon gar nicht mehr ganz so viel Geld. Wachstum. Nee, nicht den Supermarkt. Natürlich das Lager. Oh, ist das teuer. Oh, das ist ja richtig teuer. Und dann muss ich ja auch noch ein Regal kaufen, sonst bringt mir das ja gar nichts. Und dann kann ich ja gar keine neuen Waren kaufen. Egal. Jetzt gemacht. Ah, hier. Guck. Ja. Jetzt kann ich hier noch zwei Regale kaufen. Wenn ich überhaupt Geld habe. Vielleicht ist es besser, wenn ich die an die Wand schiebe. Dann habe ich im Mittelgang. Oder ich kann. Es ist, glaube ich, schon sinnvoll, die an die Wand zu schieben und dann hier den Gang zu haben. Ich überlege gerade, ob ich das hinkriege, noch
Eine mehr. Hier müssen auch Lampen rein. Und vor allen Dingen hier muss auch. Was war zu teuer? Mist, habe ich nicht gesehen. Irgendwas war zu teuer. Was? Sag nochmal. Ach, irgendwas war hier zu teuer. Ja, gut. Habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, so ist das halt. Dann kommen einige Leute nicht wieder, weil sie nicht genug Geld haben. Das ist halt eher so ein Supermarkt, so ein Luxussupermarkt. Bisschen Harrods eher. Und damit müssen wir alle leben. Was? Die Butter ist zu teuer für mich. Aber er kauft sie. Ja gut, dann da haben sie wohl nicht genug Geld. Salz ist auch zu teuer. Salz kauft auch kaum noch mal jemand. Salz muss ich runtergehen mit den Preisen. Das ist ein Ladenhüter geworden. Das Mehl scheint auch niemand zu kaufen. Das muss ich auch drastisch reduzieren. Mehl ist im Sonderangebot. Und das kauft auch kein Schwein mehr. Das muss ich leider auch nochmal runtersetzen. Mal gucken. Man muss immer mal gucken, was die Kunden zu sagen haben. Was kauft? Der kauft die ganzen Truthähne leer. Ist aber nicht nur für sie, oder? Jetzt haben wir wieder 1000 Mark. Jetzt können wir uns neue Regale kaufen. Ja, das sieht gut aus. Keiner meckert mehr. Sehr schön. Oh, da kommt nach 9 noch rein hier. Herr Hubertus. Lange gearbeitet. Was? Kommen Sie ruhig rein, der Laden ist noch offen. Was? Das Hähnchen ist zu teuer? Nee, komm. Nee, sorry, dann ist das nichts für dich. Der andere Typ hat auch gerade 2 Hähnchen gekauft. So ist das halt. Kommt es noch rein? Oh, der kommt noch rein, obwohl es schon zu spät ist. Na gut, solange Leute kommen, ist der Laden offen. Also Jorge und Torge. Ah, der kommt auch noch rein. Ja, das gibt gar keinen Grund zuzumachen, solange die Leute kommen. Was sagt er? O-Saft ist zu teuer. Ja, dann kauf dir halt keinen O-Saft. Dann kannst du dir halt keinen O-Saft leisten. Ich mache ihn trotzdem für dich ein bisschen günstiger. Ich bin auch wirklich der lappigste Ladenbesitzer überhaupt. Sobald ein Kunde nicht genug Geld hat für irgendeine Ware, mache ich sie billiger. So wird man nicht reich. So wird man nicht reich. Okay, ist der letzte Kunde. Mal den Laden zu. Wir haben jetzt echt noch Geld. So. Vielleicht ist es bei dem schönen großen Lager auch sinnvoll, den Computer gleich vorn neben die Treppe zu stellen. Da bekommst du noch ein Regal mehr rein. Wir können mal experimentieren. Kriege ich den hier noch? Oh, was? Da, nee, da geht er nicht rein. Nee, müssen wir anders machen. Muss ich gleich nochmal gucken. Erstmal kaufe ich jetzt. Nee, erstmal verschiebe ich die hier. Und zwar so. Ist doch besser, wenn hier direkt bei der Treppe der offene Gang ist. Dann kaufe ich jetzt 2 Regale. Was ist hier komisches? Warum ist da so ein Bruch? Ach, wegen der, klar, wegen der Treppe. Natürlich. 2, 3 Regale kriege ich hier noch rein. 2, 3 auf jeden Fall. Eventuell, nee, ich glaube mehr, ich weiß nicht, ob ich da noch mehr reinkriege. 3 kann ich schon mal bestellen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, wenn ich das Terminal hier vorne hinstelle, das soll ja aber auch, das könnte ich tauschen mit dem. Dann wäre ich natürlich auch schneller am Terminal. Muss da nicht immer bis hinten durchlaufen. Und dann müsste das hier aber weg.
Das müsste dann. Ja, da gehen wir durch, genau. Und dann wärst du hier. Beziehungsweise. Warte. So. Das ist eng. Ich könnte hier auch. Ah, dann müssen die aber immer, wenn ich das jetzt nehme und noch drehe. Dann kommen die da aber nicht mehr durch. Dann müssen die immer außen rumlaufen. Das ist natürlich, hat lange Wege dann. Lange Wege. So, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das. Stellen das hier so hin. Direkt daneben. So, das ist vielleicht auch besser, tatsächlich. Und wie viel bestelle ich denn jetzt? Lampen muss ich mitbestellen. Also hier. Geht jetzt eins rein, auf jeden Fall noch ein Regal. Zwei, drei, vier. Kriegen wir vier drunter? Ich hoffe doch, ich bestelle einfach mal vier und dann noch drei Lampen. Mache ich jetzt einfach mal. Also, wir kaufen. Nee, ich bin falsch. Wir müssen Möbel kaufen. Wir kaufen. Oh, 800 Öcken. Vielleicht soll ich erstmal drei kaufen. Ich glaube, ich kriege die noch rein. Und drei davon. Sind irgendwelche Produkte mitbestellen. Was haben wir noch? Ah, da unten Süßstoff und Weißnudeln und Weißmehl. Süßstoff, Weißnudeln, Weißmehl. Stellen wir nochmal mit. Süßstoff. Weißmehl. Weißnudeln. So, das bestellen. Ach, scheiße. Den Tag einmal abschließen. So, wie viel sind unzufrieden? Fanden die Produkte zu teuer? 47 Leute fanden die Produkte zu teuer. Nee, sie. Oh. Und 14 zufriedene Kunden. Ja, egal. Egal, egal. Wir tasten uns langsam an die richtigen Preise ran. Aber ich bin nicht mehr bereit, die Leute so billig davonkommen zu lassen. Das mache ich einfach nicht mehr. So, eins. Dann haben wir hier zwei. Ja, ich hätte locker vier bestellen können. Das ist ja gar kein Problem. So, hier lassen wir jetzt offen. Guck mal, da kriege ich ja sogar noch ein. So. Nicht ganz symmetrisch, aber. Dann kriege ich hier noch ein. Kriegt da sogar noch zwei rein? Was meint ihr? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nur eins. Das kann ich noch ein Stück. Das könnte ich auch so machen. Oh ne, das ist. Ne, das ist nicht gut. Da kommt man dann auch easy durch. Ja, das ist doch okay. Dann kriege ich jetzt hier noch eins hin. Dann habe ich hier sehr viel Luft. Zwei so. Ah, wo, warte mal. Was passiert denn, wenn ich die. Wenn ich jetzt so mache? Ah, zwei werde ich da nicht hinkriegen, glaube ich. Ne, da kriege ich auch nur eins hin. Experimentiere mal so ein bisschen rum. Was ist, wenn wir das.
Bisschen eng. Aber also es funktioniert, aber ein bisschen eng. Und so. Ja. Hier ist halt ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, ich komme nicht drum herum, das so zu machen. Das ist dann schon okay, ob ich jetzt ein Regal mehr oder weniger, das ist auch egal. Das ist schon okay, wir machen das jetzt so, das passt. Dann wollte ich noch hier eine Lampe anbringen. Oh, nicht ganz. So. Und im Lager wollte ich auch gerne noch eine Lampe anbringen. Ja, der PC kann ich auch wieder mit in den Laden nehmen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Aber ich finde das, glaube ich, ganz gut, wenn er hier steht. Ach, egal. Klar, den könnte ich auch hier hinstellen, ne? Da so. Oder... Nee, der bleibt aber im Lager, das finde ich besser. Sowas steht nicht im Verkaufsraum. Gut, dann kaufen wir jetzt nochmal ein. Erstmal räumen wir hier ein bisschen ein, die Nudeln. Jetzt ist das natürlich wieder alles anders, ne? Das ist ein bisschen schrecklich für mich gerade. Dass meine komplette Ordnung wieder auf den Kopf gestellt ist, aber was soll ich machen? Alles ist wieder anders. Alles ist wieder anders. Huch. Mehl. Ah, hier. Mehl. Und Mehl. So, was brauchen wir noch? Ach, was? Zucker habe ich doch gekauft. Zucker, O-Saft, Klopapier und Rohrreiniger. Und Shampoo. Oh Gott. Also. Wo bist du? Shampoo. Dann O-Saft. Bleichmittel. Klopapier. Klopapier. Wo bist du? Da. Klopapier. Schon wieder Klopapier? Und, was habe ich noch gesagt? Alles eigentlich. Alles! Das hier auch, diese da. Boah, alter Schwede. Das ist das neueste Müsli. Das ist, ja, das zweitneueste. Das so, bam. Leute, 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 wir sind hier am Ackern, ne? Und das sind nur die Produkte, die ich jetzt hier auf dem ersten... Oh, Wasser ist auch alle. Wasser ist auch alle. Wo warst du? Da. Hat er sich direkt geschnappt. Ja, aber ich glaube, wir haben einen Punkt in dem Spiel erreicht, an dem wir im Grunde genommen nur noch Waren bestellen und einräumen. Wir sind gar nicht mehr so richtig im Kundenkontakt. Was schade ist. Ich bin ja auch eher so ein Kundenmensch. Das ist Klopapier. Wo ist das Klopapier? Wo ist es hin? Da oben. Der Reiniger. Wo ist der Reiniger? Der Reiniger ist da oben. Da oben. Okay, wir sind noch längst nicht fertig. Wir müssen noch wieder viel mehr bestellen. So. Zack. Klopapier war da. Und Shampoo. So. Dann wollte ich noch ein Regal bestellen. Und das machen wir mit der nächsten Marge. Da brauchen wir erstmal dieses Olivenöl. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von diesen leckeren... Zeug, Sprite ist alle.
Und Klopapier wird auch wahnsinnig nachgefragt. Also Klopapier haben wir gesagt und Blaumehl und Sprite und das. Ach Gott. Okay, also Sprite, Sprite, Sprite. Blaumehl ist hier, zwei neue. Noch mehr Klopapier, habe ich das gerade wirklich gesagt? Davon drei und Brot, ne? Zwei Brot und ein Regal. So. Nein, nicht drei, eins. Eins Regal. Kein Geld. Oh. Kein Geld. Ja, vielleicht sollte ich dann das Regal rausnehmen. Fehlt immer noch was. Oh, ist das gemein. Fehlt immer noch 19 Mark. Boah. Das ist ja einfach so lächerlich. Dann mache ich jetzt schon mal den Laden auf. Können die schon mal Geld verdienen? Und ich räume den ganzen Tag ein. Das Brot, das Brot. Dessen Lagerplatz ich immer noch nicht kenne, weil ich alles verändert hatte und mich nicht mehr erinnere. So ist das halt. Warte mal, ich hab doch nicht nur, das ist alles Quatsch mit Soße. Brot braucht mehr Butter, ist auch alle. Das bleibt so nicht. Das Brot kriegt eine eigene. Da oben, da kommt das Brot hin. Nee, das ist das. Das bleibt so nicht. Da ist das Brot jetzt. Das ist eines der ersten Produkte gewesen, die ich hatte. Das kann ich gar nicht so stiefmütterlich behandeln. Das tut mir in der Seele weh. So was mache ich nicht. So, das Zeug ist richtig teuer. Diese seltsame Ziegenmilch. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, Ziegenmilch zu trinken? Irgendwer muss doch die erste perverse Person gewesen sein, die eine Ziege gesehen hat und gedacht hat, aus der trinke ich. Was war das für ein Mensch? Ich meine, heutzutage, man stellt das gar nicht mehr in Frage, man macht es einfach. Aber da muss doch irgendjemand, muss doch wirklich. Das ist doch irre eigentlich. Von der Ziege zu trinken. Wer macht denn sowas? Das macht man doch nicht. Ziegenmenschen, ja. Was? Käse ist zu teuer? Ach, hör auf. Ernsthaft? Oh Mann, ey. Alles ist euch immer so teuer. Das kostet halt auch was. Wisst ihr, wie viele Stunden meines Lebens ich hier zubringe in diesem Laden? Ich mache alles alleine. Und ihr kommt hier rein und beschwert euch über die Käsepreise. So. Als wenn ihr Ahnung hättet, wie es auf dem Käseweltmarkt aussieht. Ja. Käse ist überall knapp und teuer. Da ist neulich ein Containerschiff gesunken. Voll beladen mit Käse. Aus der Schweiz. Riesiges Schweizer Containerschiff ist gesunken in der Ems und der ganze Käse ist in die Ems gefallen. So, und der Kapitän Xaver Ritzenhüttl, der ist im Gefängnis, weil er betrunken in den Käsecontainer gefahren ist. Und die ganzen Fische in der Ems, die alle diesen Käse gefressen haben, weil die haben sich auf den Käse gestürzt. Die sind alle verendet. Weil Fische vertragen Käse nicht. Die kriegen einen Blähbauch. Kriegen Durchfall. Und erstmal haben die Fische die komplette Ems zugeschissen. Die ganze Ems ist braun von Fischdurchfall. Und dann sind die Fische alle verendet an dem Durchfall. Und jetzt haben wir keinen Käse und keine Fische mehr. Das ist eine Katastrophe für die Käse- und für die Fischindustrie.
Alles, und ihr wollt aber keine, ihr wollt nicht einen Euro mehr zahlen für den Käse. Ihr wollt einfach immer nur fressen und macht euch keine Gedanken darüber, wie es in der Welt aussieht. Ich verachte euch. Aber ihr kommt sowieso alle wieder, weil ihr einfach blinde Konsumgeier seid. Das wollte ich euch mal gesagt haben. Futoid! Futoid, vielen Dank. Und natürlich, herzlich willkommen, Mahasis. Mahasis Hobby. So, wir brauchen Butter. Die Butter ist zwar teuer, aber es lohnt sich, immer Butter im Haus zu haben. Kaufen wir jetzt Butter und dann kaufen. Ich muss die ganze Zeit kaufen, das ist richtig anstrengend. Wir brauchen Olivenöl. Wir brauchen alles. Und ein Regal kann ich mir jetzt leisten. Butter, Olivenöl, ein Regal, Weißnudeln, Klopapier. Pff, pff, pff. So, wir fangen an mit dem Regal. Eins. Oh, das kann man sich alles nicht mehr. Hier, was ist Weißnudeln? Wieso muss ich schon wieder Klopapier? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, Brot wollte ich nicht. Das geschnitten Brot. Raus damit. Klopapier war es doch schon wieder. Die kaufen. Wasser wollte ich auch noch. Och. Und Klopapier nehmen wir auch mal mit. Dann wollte ich noch irgendwelche Getränke. Was war das noch? Vielleicht auch nicht. Ist eigentlich egal, ich kann alles kaufen. Ich glaube, Kaffee und Tee kann ich nochmal kaufen. Das war weiter oben. Da. Kaffee. Tee. Kaufen. Ich bin immer noch nicht reich. Das muss doch schneller gehen, reich zu werden. Ich glaube, das Regal könnte ich umdrehen, dann kommen die da schneller ran. Ah, das ist das neue Regal. Das kommt hier hin. Jetzt habe ich reichhaltig Platz. Das muss ich auch ausnutzen. Da muss ich mir ein System für überlegen. Ich will jetzt ungern nochmal alles neu machen, aber das ist verlockend. Jetzt mit mehr Platz nochmal alles neu aufzustellen, ist ein bisschen verlockend. Wo sind die Weißnudeln? Noch mehr Weißnudeln. Was? Was war zu teuer? Was hat er gesagt? Beschweren Sie sich doch nicht. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Preisveränderung geachtet, tatsächlich. Das muss ich auch eigentlich nochmal machen. So, Kaffee war wirklich alle. Das war ein guter Einkauf. Was? So. Und noch ein bisschen Klopapier. Habe ich den Kaffee gerade falsch einsortiert? Oh, scheiße. Nee. Nee, habe ich richtig gemacht. Und Klopapier war hier. Nee, warte, wo war das Klopapier? Da. Das ist wirklich schon wieder alle. Unglaublich. Was ist das? Oh, die Lampe. Die hatte ich fast übersehen, weil die da in die Mitte der Straße geflogen ist. So ein Wunder, dass da noch niemand drüber gefahren ist. So, und Kaffee, okay. Wasserflaschen ist auch wieder zu teuer. Ach komm, 2,80 ist doch nicht teuer. 2,80 für ein Wasser. Und wie einfach niemand. Sie können auch hier zu Belfons gehen. Alle gehen nur zu Alfons. Unglaublich. Ist nichts leer. Sieht ja alles gut aus. Da können wir auch noch irgendwas reintun. Butter müssen wir bestellen. Und hier dieses Bleichmittel.
Ich würde wirklich gerne wissen, was die mit dem Blei, ganzen Bleichmittel machen. Ich habe in meinem Leben noch nie Bleichmittel gekauft. Was machen die damit? Was machen die damit? Ich habe gerade wirklich so einen Ordnungsimpuls. Ich würde ein bisschen gerne alles neu machen. Neues System, neue Ordnung. Mach ich natürlich nicht. Aber ich hab Bock drauf. Sind Bleiche und Chlorix das gleiche? Weiß ich nicht. Wer von uns bescheißt beim Wechselgeld, meinst du? Ich habe so viel freie Fläche hier noch. Was ist das smarteste Prinzip? Doch eigentlich, das smarteste wäre hinten die Waren, die besonders viele Einzelteile enthalten. Also genau andersrum zu dem, wie es jetzt ist. Eigentlich müsste ich sagen, der Truthahn, da sind vier Truthähne pro Paket drin, das Klopapier. Also alles, wo die oft laufen müssen, muss hier vorne hin. Und je weniger, also je seltener sie laufen müssen, weil da sehr viele Einzelteile drin sind, wie zum Beispiel, was ich hier wahrscheinlich beim Salz oder so, das kann nach hinten. Oder die Schokolade, das kann alles nach hinten. Vorne muss Klopapier, Truthahn, solche Sachen, die müssen hier hin. Dieses ganze Regal muss eigentlich Truthahn und Klopapier sein. Das kann man das vielleicht sogar sortieren? Da war doch hier nach Category, Display, Any Shelf. Warte mal. Shelf? Ist es jetzt die Anzahl nach, warte mal, nach was hat er das jetzt sortiert? Shelf, 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 Shelf. Wieso fängt er damit an? Display Shelf. Aber ist es das Shelf draußen oder ist es das Shelf hier? Seit wann haben die denn so einen Namen? Das sortiert nach der Art, wie man es anbieten muss. Wie meinst du das? In einem. Ach so. Ah, okay. Danke. Okay. Obwohl, nee. Warte. Ah, okay, jetzt check ich's. Shelf, Fridge, Freezer. Ah, okay. Ja, das war mein Fehler. Hätte weiterlesen sollen. Okay. Crate haben wir noch nicht. Verstehe. Jetzt kann ich mir das. Ah, ja, okay. Fridge und Freezer. Ja. Okay. Blöd. Schade, ich kann das leider nicht nach der Anzahl der Stücke in dem Karton sortieren. Das wäre mal eine gute Sortierung. Dann würde ich danach gehen. Ihr Kartoffelsack sind auch nur vier drin. Seht ihr, Hähnchen, Kartoffelsack. Je geringer diese Zahl hier ist, desto weiter vorne muss es liegen, damit die Wege kurz sind. Kartoffelsack, Hähnchen. Danach will ich sortieren. Diese Milchdinger? Nee, was? Brauchen erstaunlich. Okay, die Milchdinger, ja, alles klar. Toilettenpapier. Das ist mir jetzt aber zu umständlich. 12. Und dann ist die Frage, ja, doch, pro Karton und ein Karton. Aber was da nicht angezeigt wird, ist, wie groß der Karton ist. Das ist halt das Blöde. Weil das verändert das ja nochmal nachhaltig. Denn manche Kartons sind so klein, dass man da vier Stück oder so ins Regal kriegt. Oder sechs sogar pro halben Regal. Sechs. Und bei anderen ist es so groß, dass man eine. Also man kriegt ein Hähnchen da rein, aber sechs Schokoladenriegelpakete oder so. Das ist leider. Ah, da müsste es noch ein bisschen mehr. Was ist denn das hier unten eigentlich? Achso, kann man hier leider nichts machen. Das ist nur.
Ja. Also wenn ich es auf die Spitze treiben wollen würde, dann würde ich jetzt hier wirklich alles nochmal neu machen. Aber ey, was haben wir denn? Es ist, der Tag ist vorbei. Was haben wir verdient? 37 finden die Produkte zu teuer. Crispy Chibi Müsli ist günstiger geworden. Das ist das hier. Ja, komm, Leute. Das muss man einfach, da muss man durch. Aber einige Sachen bleiben wirklich liegen. Einige Sachen bleiben wirklich liegen. Guten Morgen! Schallt es. Sieht man auch viel besser tagsüber. Milch. Och, die sind weggegangen hier. Kelloggs. Dieser Kuchen. Basmati-Reis. Also ist einfach nichts mehr da. Wo ist der Kuchen? Butter wollten wir bestellen, genau. Butter. Das ist. Ne, das war der Kuchen, oder? Kuchen. Süßigkeiten. Milch. Basmati-Reis. Basmati-Reis. So, wir räumen wieder ein. Ja, es reduziert sich jetzt so ein bisschen auf dieses Einsortieren. Alles andere haben wir ausgelagert. Ein bisschen schade. Wir haben, oh, ich habe den falschen Kuchen bestellt. Na toll. Wir haben diesen Job ja gemacht, weil wir das lieben, an der Kasse zu stehen, mit den Leuten zu quatschen, deren Probleme auch sich anzuhören. Und guck mal, wie viel, da passen 6 Pakete rein. So, und die Butter, wo haben wir die eigentlich hin verortet? Die Butter, die Butter, die Butter, die kann ruhig ganz hinten sein. Wo man ganz selten nur ist. Da oben hatte ich sie hingelegt. Hier, in das Brot. Das passt ja aber auch thematisch, ne? Butter und Brot müssen zusammen. Die gehören zusammen. Die darf man niemals trennen. Butter und Brot, die Freunde. Basmati-Reis. Da, oh, nee, war das bei Mali? Da oben. Tatsächlich. Basmati-Reis. Bäm. Erdnussbutter ist alle. Dieser andere Kuchen ist alle. Wird die Erdnussbutter überhaupt verkauft? Ich glaube, die ist denen zu teuer einfach. Das kauft so keiner. Das ist ein Ladenhüter geworden. Olivenöl. Muss ich auch noch kaufen. Also, Erdnussbutter, Olivenöl wollte ich kaufen. Und hier dieses. Oh, was ist das? Klopapier. Und das Bleichmittel. Klopapier, ey. Unfassbar. Das ist. Soda ist zu teuer. Jetzt ist die Soda auch wieder zu teuer. Welche denn? Die da unten. Nee, sorry. Dann kriegst du sie nicht. Das mache ich nicht billiger. Die mache ich vielleicht auf 2,80 oder so. Aber sorry, aber da kannst du dir einfach keine Soda leisten. Das ist dann einfach so. Toilettenpapier, Bleichmittel, Notbestellung und Olivenöl. Toilettenpapier, Bleichmittel, Olivenöl. Bitte Beeilung, Toilettenpapier neigt sich zu Ende. Die Leute brauchen es dringend. Wo bist du da? Toilettenpapier, Olivenöl, Erdnussbutter. Und, was habe ich noch gesagt? Weiß ich schon nicht mehr. Alles. Ach ja, dieser Kuchen. Oh Gott, diesmal hoffentlich den richtigen Kuchen. Okay. Und wir sortieren wieder ein, das, was wir am besten können. Klopapier. Oh, ob er diesmal nicht umfällt, das wäre mal was. Olivenöl. Da.
Und das Schöne, vielleicht ist das günstig. Vielleicht habe ich das zu billig gemacht, das Toilettenpapier. Vielleicht kommen die alle nur noch zu mir für Toilettenpapier. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das weggeht. Das war das extra softe. Super soft. Erdnussbutter wurde nicht verkauft, weil zu teuer. Hier ist der andere Kuchen und den kann ich selber mal reinschleppen. Ach, da ist ja noch voll viel von dem. Der ist auch zu teuer, oder was? Der wird auch nicht richtig gekauft. Na, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Puderzucker ist zu teuer. Warum? Ach, dass ich jetzt hier so zurückrudern muss, das macht mich wirklich traurig. Was? Olivenöl ist zu teuer. Ach, aber... Licht an. Seid ihr sonst alle zufrieden, die Leute? Oh Gott. Oh Gott, Kartoffeln sind alle und diese anderen Sachen. Oh Gott, Kartoffeln, Müsli und Kartoffeln. Bam, Hähnchen. Oh Gott, jetzt müssen wir uns beeilen. Da legen wir auch selber Hand an. Als erstes das. Okay. Und wo ist das Hähnchen? Da. Nee, das Hähnchen war gar nicht alle. Das Hähnchen war gar nicht alle. Da, Kartoffeln. Das Allerwichtigste. Original 4 pro Sack. Das ist... So, Kartoffeln sind nicht alle. Kartoffeln sind neu gekommen gerade. Ach, was, ich kann auch alle Regale voll machen mit Kartoffeln. Ist doch egal. Kartoffeln sind neu gekommen. Greif zu. Riesenkartoffeln. Egal. Das packe ich jetzt wieder rein. Wo war es? Nee, das ist das Falsche. Aber gut, dann packe ich das einfach daneben. Dann habe ich... So, und jetzt brauche ich auch noch ganz schnell Blaumehl. Blaumehl geht mir auch aus. Und da muss ich eine neue Etage für Blaumehl direkt finden. So, Kartoffeln waren hier. Oh Mann. Kartoffeln, die schleppen die schon wieder direkt, die Kartoffeln. Und diese leckeren Dinger packen wir jetzt. Dann sind die alle drei zusammen. Genau. Jetzt ist es 9 Uhr. Oh, da kaufen noch super viele Leute ein, aber Blau... Ah, ne, warte mal, da ist ja noch Blaumehl. Ist ja noch genug da. Wird auch nicht so gut gekauft. Ah, der Preis ist aber in Ordnung. Guck mal, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld. Also, der Rubel rollt. Bleichmittel. Ah, ja. Oh, Bleichmittel! Das Bleichmittel ist aus. Bleichmittel und Blaumehl. Jeweils 5. 5 davon und 5 davon. Kaufen wir morgen früh, wenn der Laden wieder aufmacht. So viele Leute denn, guck mal. Können wir einmal hier ausmachen. 3 Tiefkühlpizzen. Oh, da wird eine richtige Party. Die TK-Party. So. Super. Und jetzt bitte verlassen Sie die Räumlichkeit. Wir wollen Feierabend machen. Dankeschön. Okay, 39 Leute fanden die Produkte zu teuer. Handseife und Geschirrspültabs. Ah. Ja, wir müssen ein bisschen einknicken, leider. Wir müssen ein bisschen einknicken. Das kaufen die sonst. 3 ist. Komm. Ey. Nee, da können wir. Also, das ist. Die sind wahrlich nicht zu teuer. Die sind wahrlich nicht zu teuer.
Blaumehl, genau. Für Mehl brauchte ich eine neue Etage. Mehl muss zu Mehl. Sorry. Mehl muss zu Mehl. Wo war das Zeug? Das war da oben. Dann brauchen wir gleich noch dieses Puderzuckerzeug. Da muss ich eine neue Etage für finden. Oh Mann, oh Mann. Erstmal hier alles Mehl zu Mehl. Mehl zu Mehl. Wie viel habe ich denn davon noch? Ah, oh, zu viel gekauft. Bleichmittel. Bleichmittel. So. Was können wir uns denn noch Feines kaufen, um diesen Laden noch prächtiger zu machen, als er ohnehin schon ist? Wir machen das anders. Bleichmittel kommt dahin. Genau, hier kommt Bleichmittel hin. So. Da machen wir mal was anderes. Da machen wir dann... Dafür brauchen wir auch wieder Sachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klopapier ist auch alle. Also wir brauchen hier dieses andere Zeug. Dieses, was ist das? Putzmittel. Und wir brauchen alles. Es ist einfach, es macht mich völlig wahnsinnig. Es gibt nichts, was wir nicht brauchen. Mehl ist voll. Wir brauchen alles. Wir brauchen Oliven. Das auch. Da können wir gar nicht mehr hinten an. Also das ist, wie soll wir das denn... Wie soll man das denn machen alleine? Ich bin doch nur ein Mensch. Ein Mensch bin ich. Wie soll ich das alleine machen? Ein einziger Mensch. Und wie teuer alles ist. Weißnudeln, Rotnudeln. Und Klopapier. Das ist einfach... Weißnudeln... nein, ich habe Mehl. Das wollte ich nicht. Nudeln. Wir wollen Weißnudeln. Wir wollen Rotnudeln. Wir wollen Klopapier. Klopapier. Ich bin nur am Schleppen. Ich brauche Schlepphilfe. Auch Schlepphilfe. Das funktioniert so nicht. Wie soll das gehen auf Dauer? Ich bin ein einzelner Mann. Ich habe viel zu viele Produkte. Ich bin immer noch nicht reich. Das ist die eigentliche Scheiße. Ich acker und der Reichtum kommt einfach nicht. Was machen die denn, die Leute alle, um so reich zu werden? Das kann doch jetzt nicht mein Leben sein. Ich habe gedacht, ich habe bei diesem Tempo müsste ich schon mehrere Filialen haben. Ich habe einen einzigen kleinen Supermarkt, der mich gerade so über Wasser hält. Aber auch nur, weil ich keinen Urlaub mache und keine Bedürfnisse in irgendeiner Form mir herausnehme. Ich arbeite am härtesten von allen. Ich arbeite härter als Jorge, Torge, Belfons und Alfons zusammen. Die sollten mir eigentlich Arbeit abnehmen. Aber die stehen nur dumm rum. Und machen einfach nichts. Und ich verstehe das nicht. Dass sie auch nicht mal von alleine sagen, hey Chef, ich sehe ja, wie hart sie arbeiten. Sollen wir da mal mit anfassen? Nö. Das ist einfach nicht. Das ist nicht deren Ding. Helfen, das ist nicht. Steht nicht in ihrer Job Description. Was, Chef? Helfen? Nö. Auch mal nicht. Klopapier. Machen wir einfach nicht. Wir brauchen diese Milch und wir brauchen irgendwas war noch gerade alle.
Das Zeug hier, Geschirrspültabs und Milch brauchen wir noch. Ei der Daus. Wir brauchen alles. Brot auch noch. Also Geschirrspültabs. 3. Die arschteure Ziegenmilch. 3. 4. Und Brot. Kaufen. Die Belegschaft hackt irgendwas aus. Ja, das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein. Ich schließe gar nichts mehr aus. So. Und so. Geschirrspültabs sind wichtig. Wer ist eigentlich der Erfinder der Geschirrspülmaschine? Wurde diese Person jemals öffentlich ausgezeichnet? Stehen Statuen irgendwo auf den großen Plätzen dieser Nation? Weil, seien wir ehrlich, was die Spülmaschine für den Menschen geleistet hat, auf so vielerlei Hinsicht, also zum einen die Zeitersparnis. Sowohl für den Familienfrieden als auch für die Wirtschaft ist die Spülmaschine vielleicht die relevanteste Erfindung nach dem Buchdruck. Und ich sehe niemanden, der dem Erfinder der Spülmaschine irgendeinen Orden verleiht. Ich sehe keine Reden. Ich sehe keine Universitäten, die dieser Person gewidmet sind. Und ich verstehe das nicht. Das ist doch eine wichtige Person. Seid doch mal ehrlich, wer hat denn mehr für euch geleistet als der Erfinder der Spülmaschine? Und man weiß, jeder weiß, was das für eine große Erfindung ist, weil die, die eine haben, die wollen sie nicht missen, und die, die keine haben, die wünschen sich nichts sehnlicher als eine. Das wissen wir doch alle. Aber nein. So. Noch ein bisschen was von dieser Brühe da so. Ich kaufe jetzt einfach von allem immer so richtig viel. Bis die Regale voll sind. Wenn man ein bisschen Geld gespart hat, da muss man nicht sich darauf beschränken, immer nur ein oder zwei Pakete zu kaufen. Ich kaufe jetzt immer direkt 5. Und dann habe ich für eine Weile die Ruhe. So, jetzt kann ich da nichts mehr reinpacken, weil ich zu gierig war. So ist das halt. Aber ich habe ja den Platz. So, du kannst wieder aufmachen. Guten Morgen. Kartoffeln sind wahrscheinlich auch schon wieder alle, oder? Nö, das ist doch was. Wieso machen die ja nichts? Pommes sind alle. Kartoffeln, Pommes. Hähnchen. Da sind noch ein bisschen Hähnchen. Kartoffelpommes. Oh, hier ist auch noch was von dem Zeug. Okay, ich habe super viel zu viel von dieser Schoko-Müsli-Geschichte gekauft. Ich bin wirklich wie Herr Lose. Mit dem Senf. Wenn ihr das, die Referenz nicht versteht, dann müsst ihr euch bemühen. Pommes kaufen wir jetzt. Pommes, Hähnchen, na Hähnchen, na doch, einmal Pommes, nee. 4-mal Pommes, 2-mal Hähnchen, Rest Kartoffeln. So. 4-mal Pommes, 2-mal Hähnchen, Rest Kartoffeln. Bam. Was? Josephine Cochrand.
wurde 1893 auf der Weltausstellung in Chicago vorgestellt. Sie gilt als Erfinderin der Spülmaschine. Josephine, wie spricht man das aus? Cochran? Ist es Josephine, ist es was Amerikanisches oder was Französisches? Josephine Cochran? Cochran, oder? So, und jetzt sage ich euch mal was. Warum ist das denn eigentlich so kacke? Das machen wir doch anders. Cochran und okay, Amerikanerin. Und wisst ihr, und jetzt wird es euch gleich heiß in den Ohren werden. Wisst ihr, wie bei Star Trek der Erfinder des Warp-Antriebs heißt? Und der Warp-Antrieb ist ja sozusagen die Eintrittskarte in die intergalaktische Weltengemeinschaft. Weil in dem Moment, wo das erste Mal der Warp-Antrieb gezündet wurde, kamen die Vulkanier und haben sich offenbart, weil wir jetzt eine Raumfahrtnation sind, oder eine Raumfahrtspezies. Und der Erfinder des Warp-Antriebs hieß, ihr ahnt es, Zefram Cochran. Er hieß Cochran. Und zwar exakt derselbe Name wie Josephine Cochran, die Erfinderin der Spülmaschine. Und wenn ihr mir jetzt erzählen wollt, dass das Zufall ist, dann seid ihr einfach naiv. Josephine Cochran ist die Vorfahren von Ephraim Cochran, dem Erfinder des Warp-Antriebs. Und beide Erfindungen sind gleichzusetzen von ihrer Bedeutsamkeit her. Aber sowas von. Und das wussten auch die Erfinder von Star Trek. Natürlich wussten die das. Das ist kein Zufall. Kein Zufall. Ich kaufe weiter fleißig ein. Cola, 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 Cola. Dalalala, wir geben unser ganzes Geld einfach aus. Ich habe jetzt nicht mehr auf die Preise geachtet. Also der Laden nebenan ist ja geöffnet. Hm. In welchem Jahr war der Warp-Antrieb noch? Tja, das ist eine gute Frage. Gar nicht mehr so lang weg. Das ist das Problem mit so Zukunftsszenarien. In aller Regel haben die Verfasser von solchen Zukunftswelten nicht so die Geduld und sagen dann sowas wie 2076. Und dann hat man 2076 und denkt so, ja, geil. Das kann ja noch eine Weile dauern. Das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass der Erfindung des Warp-Antriebs erstmal noch ein dritter Weltkrieg vorausgegangen ist. Und da hätte man ja auch vor einigen Jahren, ziemlich genau zu sein, vor 2,5 Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, ja, ein dritter Weltkrieg, da hätte man ja gesagt, du bist ja verrückt. Aber heute denkt man sich so, naja, ist das so abwegig? Rotnudeln, Rotmehl, zweimal Rotmehl? Nee, passe ich da, wie viel passen da rein? Ja, dreimal Rotmehl und zweimal Rotnudeln. Und Orangensaft. Dreimal Rotmehl, dreimal Rotnudeln und Orangensaft. Ich bin nur noch am Kaufen, merkt ihr das? Dreimal Rotnudeln, dreimal und wo ist der O-Saft? Da, wo ist der O-Saft? O-Saft, da, O-Saft. Machen wir noch viermal O-Saft. Bam. Bin nur am Kaufen. Oh, wir müssen Licht anmachen. Was hat die sich beschwert? Ah, oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was sie gesagt hat. Schade, kann ich nicht drauf reagieren. So, Rotmehl. Bup, 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 Rotnudeln, rote Nudeln. Da oben. Den ganzen Tag nur am Einkaufen. Das ist jetzt mein Leben. Einkaufen. Einräumen. Einkaufen. Einräumen. Die Rotnudeln kriegt da nicht mehr rein jetzt, oder? Nope. Dann kriegen wir hier noch so ein Zweitregal.
Rotmehl, Rotmehl. Und noch ein bisschen Rotmehl. Und der leckere O-Saft. O-Saft. Wie findet ihr das eigentlich, dass beim Oktoberfest Kiffen verboten sein soll? Ich finde das so lustig. Bayern ist so lustig teilweise. Wir wollen nicht, dass unsere zünftigen alkoholkranken Freunde, die aus aller Welt anreisen, um sich köstlich zu besaufen. Wir wollen's nicht, dass sie dabei gestört werden von Kiefern, wenn sie bewegungslos in ihrer eigenen Kotze verharren. Das ist unwürdig, wenn daneben einer kieft. Ich versuche nicht mehr bayerischen Akzent. Ich versuche es nicht mehr mehr. Aber ist das nicht fantastisch, wenn man immer diese Bilder vom Oktoberfest sieht, wo die Leute wirklich so unfassbar hemmungslos saufen, dass die da alle rumliegen und man sie nicht mehr, die Lebenden nicht mehr von den Toten unterscheiden kann. Aber gekifft wird nicht. Tot saufen, okay. Aber weh, jemand zieht sich einen Joint. Weh, den schließen wir hochoffiziell aus vom Oktoberfest. Der darf nicht mehr mitmachen. Was habe ich jetzt gerade noch gesehen? Irgendwas lag hier doch noch brach. Eier und Käse. Schon wieder Eier und Käse. Das habe ich doch neulich erst zugegriffen. Oh, okay. Ich bin nur noch am Machen. So, Tag wird abgeschlossen. Bestellkosten 2324. Krass, ey. Käse. Käse, Käse. Oh, der ist alle der Käse. Nee, der ist noch Käse. Genau. Nee. Alle Drogen sind halt scheiße. Da gebe ich dir völlig recht. Ich werde auch keine Werbung machen für Kiffen oder irgendwas. Aber es hat eine gewisse Komik, finde ich. Wenn man so dieses sich hemmungslose Wegsaufen, und das Oktoberfest ist ja nichts anderes. Und man muss ja auch mal ehrlich sein. Was da so passiert, ne? Die Musik und alles, das ist ja auch nur zu ertragen. Mit 27 Maß. Aber dann das so zu kultivieren, dieses hemmungslose Rumgesaufe als so als Kulturgut aufrechtzuerhalten und sich dann wegen Kiffern aufzuregen, das finde ich einfach lustig. Würde niemals Werbung machen für, doch, vielleicht irgendwann mal, wenn ich Geld verdienen kann. Aber ich finde schon Kiffen bedenklich. Also, weil es halt auch eine Droge ist. Und das Ding ist, wenn jemand abends mal einmal in der Woche oder so als Genussmittel, whatever, keine Ahnung. Aber es gibt schon Leute, und das ist das Problem mit Kiffen. Es gibt Leute, die jeden Tag kiffen. Von morgens bis abends. Und ich habe genug Freunde gehabt in meinem Leben, die das, was habe ich denn hier gemacht? Die das so durchgezogen haben. Und wer behauptet, das hat keine Auswirkungen, hat nicht genau genug hingeguckt. Nein! Mist, jetzt habe ich den Kaffee da. Kaffee und Tee. Kaffee, Tee. Kaffee, Tee, Basmati-Reis. Kaffee, Tee, Basmati-Reis, Käse und Eier. Kaffee, Tee, Basmati-Reis, Käse und Eier. Kaffee, Tee. Wisst ihr was? Ne, ich mach das jetzt anders.
Basmati Reis muss warten. Jetzt hauen wir hier richtig rein. Wir holen uns jetzt hier 5 Basmati Reis. Ist mir total egal. Ist mir richtig egal. Und was brauchen wir noch? Wahrscheinlich da. Wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Toilettenpapier. So. Ba, 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 ba. So, Klopapier. Wieso habe ich denn da oben? Was habe ich denn da gemacht? Ach, das waren die Böse. Das waren hier Jorge und Torge oder was? Das ist ein Wademar. Weil ich keinen O-Saft. Ach. Hier hinten ist noch meine Ersatzbank. So, aber das geht ja nicht. Das ist reserviert fürs Klopapier. Sorry, Leute. Stellt sich raus, ist noch genug Klopapier da? Da kommst du auf die Ersatzbank. So, Eier. Da. Eier, Basmati-Reis. Hab ich hier einen Laden aufgemacht? Ja, oder? Nee, wir haben den Laden noch gar nicht aufgemacht. Licht machen wir schon mal an. Das sollte man immer direkt morgens machen, Licht an. Knipsen. Sonst vergisst man das. Im Rausch des Einräumens. Käse, wo ist der Kaffee? Ich muss mal. Ah. Ich hatte doch Kaffee bestellt. Oder nicht? Da ist er. Den hatte ich nämlich aus Versehen. Da habe ich die Eier da aus Versehen. So. Ja, jetzt kommt ihr wieder und macht was. Sehr schön. Ich glaube, das war der Kaffee, den sie jetzt einräumen. Handseife. Oh Gott, was macht die Reis? Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und so. Tee. Und Klopapier ist, yo, 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 kommt hier auf die Ersatzbank. Auf die Ersatzbank da unten. Was haben wir hier eigentlich noch? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln können wir. Oh, Hähnchen ist schon wieder alle. Pff, es nimmt einfach kein Ende, das ist so krass. Hähnchen. Butter. Hähnchen, Butter. Die Dinger sind auch schon alle. Das kann doch nicht sein. Nee, was? Hatte ich da noch welche von? Ja, da. Boah. Ich finde. Oh, Schokolade ist teuer? Das hier oder was? Oh ja, okay. Das kann ich verstehen. Ja, da gehe ich mit. Das ist in der Tat ein bisschen teuer. Verstehe ich. Verstehe ich, verstehe ich. Ein paar Preise müssen wir nochmal anpassen. Einiges ist hier wirklich ein bisschen zu teuer geworden. Friedensangebot nenne ich das. Oh ja, genau. Und da, ja. Ne, sowas machen wir hier gar nicht. Der Basmati-Reis, den habe ich ja verschleudert. Ne, sowas mache ich nicht. Da muss man immer ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen günstiger machen wir das hier. Die Dinger habe ich richtig viele von. Ja, das finde ich aber okay.
Das ist nicht so viel teurer. So, alle kommen, alle bezahlen. Alles ist voll. Wir haben Kohle, wir kaufen nach. Regale sind voll. Buddha, die Buddha da, das ist auch... Könnte ich da nicht nochmal irgendwie den Joghurt oder so vielleicht? Sollte ich den Joghurt damit reinpacken? Guck mal. Das ist Quatsch, oder? Butter. Ich habe keine weiteren Produkte. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, noch mehr Produkte zu kaufen. Ich habe das Gefühl, das führt zu nichts, außer zu mehr Stress. Ich könnte mir jetzt eine Lizenz kaufen, aber was, warum? Das ist ja eh, also es ist einfach teuer. Wenn ich jetzt sage, Lizenzen, da werde ich ja gar nicht reicher von. Oder werde ich da reicher von? Puderzucker? Eine zweite Puderzucker, das brauche ich nicht. Ich brauche doch nicht eine zweite Puderzuckermarke. Oh komm, wer geht denn bitte in den Laden und sagt, ich wünschte, sie hätten mehr Puderzuckermarken im Angebot. Sei doch mal ehrlich, das macht doch keiner. Was können wir denn nochmal machen? Wir könnten das Lager nochmal vergrößern. Wir könnten... Oh, nee, dürfen wir noch nicht. Schade. Ab Level 29 dürfen wir noch jemanden... Oh. Das müssen wir natürlich machen. Verzeihung. Klassiker. Ja, wir brauchen nicht mehr Platz. Ich dachte, wenn man mehr Waren hat, kaufen die Leute auch mehr Waren. Weiß es aber nicht. Ja. Bin gerade erst reingekommen. Muss man auch Steuern bezahlen in dem Spiel? Nee. Aber Steuern sind ja auch so ein Ding, ne? Eigentlich zahlt man ganz schön viel Steuern, denke ich manchmal. Man bezahlt Einkommenssteuern und dann kauft man sich was und dann zahlt man Umsatzsteuer und dann muss derjenige, der das Geld von mir entgegennimmt, das schon versteuert ist, auch nochmal wieder Einkommenssteuer zahlen. Weil, also man zahlt schon viel Steuern so. Man, Geld ist schon... Da wird viel rumgesteuert. Aber in diesem Spiel nicht. Der Joghurt ist zu teuer. Ach, hör auf. Ach komm, zwei Erdbeeren. Das ist doch nicht teuer. Das ist doch Quatsch. Das ist doch nicht teuer. Das ist ein richtig, richtig guter Joghurt. Wie kannst du sagen, dass der zu teuer ist? Ich finde das echt Mist. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich nehme jetzt den Joghurt raus. Pack den Joghurt da rein. So. Dann nehme ich den Joghurt hier wieder raus. So. Und dann mache ich hier eine doppelte Joghurt-Geschichte draus. So. Bevor Jorge auf die Idee kommt, mache ich das wieder weg. So. Was packen wir da noch rein? Käse oder Eier? Was? Was ist zu teuer? Ach, der Joghurt ist nicht mehr zu teuer. 2,50 Euro für einen Joghurt. Jetzt hör aber auf. Der Kuchen ist zu teuer? Warum ist denn der Kuchen zu teuer? Nee, Leute, das ist doch nicht teuer. Also, weißt du, ihr bezahlt so viel Geld für Sachen, aber Lebensmittel sind euch nichts wert. Und das finde ich einfach richtig daneben. Richtig daneben. Was kann ich denn da noch mit reinpacken? Vielleicht noch ein weiteres Käseregal? Oder ein weiteres Eierregal? Wie viel habe ich denn? Die Wasserflasche ist zu teuer. Ja, dann trink halt nichts. Dann werd halt krank. Dann wirst du halt krank. Was kostet das Wasser denn? Oh, das ist doch nicht zu teuer, Mann. Was? Hähnchen? Oh no. No, vergessen Hähnchen zu bestellen. Aber jetzt wird es eh nichts mehr, weil es schon sehr spät ist. Ich darf keine Lieferung mehr in Auftrag geben. Tja. Und wir bestellen
Butter und Joghurt für morgen. So, wir machen mal zu den Laden. Mehrwertsteuer. Ja, meine ich ja. Was habe ich gesagt? Umsatzsteuer, ne? Mehrwertsteuer ist das. Entschuldigung. Ich kenne mich nicht aus mit Steuern. Wenn ich mich mit Steuern auskennen würde, wäre ich Formel-1-Fahrer geworden. Ja, achte ich. Wir machen gleich eine kleine Pause auf jeden Fall. Jetzt, aber das läuft, ne? Also wenn man den ganzen Tag nutzt, um Waren zu kaufen und einzuladen, dann läuft das. Boah, ey. Aber egal, sie kaufen ja, soll mir recht sein. Profit 1228, Bestellkosten. Kartoffeln und Geschirrspültabs. Und der Käse. Boah, okay, das ist zu teuer. Kartoffeln. Käse. Und Geschirrspültabs. Oh, was? Krass. Können wir auf 23 gehen, finde ich. Der hätte ich ja Verlust gemacht. So, ihr Lieben, die Zeit rennt so schnell, wenn man erfolgreich ist und reich, so wie wir. Ich finde das mittlerweile, also klar, es ist ein bisschen eintöniger geworden, weil ich jetzt gar nicht mehr in den Kundenkontakt komme, weil ich nur noch bestelle und einräume wie ein Blöder. Aber es, das Geldverdienen funktioniert auf diese Art und Weise, weil ich quasi ja die ganze Zeit immer nur Großbestellungen mache und jetzt auch davon wegkomme, immer ein oder zwei Pakete zu bestellen, sondern ich gucke, im Idealfall bestelle ich gleich fünf oder so. Ich könnte den Lagerraum noch ein bisschen mehr ausnutzen, dass einige Sachen noch mehr Platz erhalten und nicht sich so mit so einem halben Regal zufrieden geben müssen. Dann kann ich auch mehr bunkern hier. Jetzt sind mir einige Sachen schon wieder weg. Das machen wir alles, aber dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jorge, Torge, Alfons, Belfons und ich haben richtig Spaß im Supermarkt. Ich freue mich wie immer über sachdienliche Hinweise zur Verbesserung des Verkaufsprozesses. Welche Waren liegen euch am Herzen? Was wollt ihr hier sehen in den Regalen? Was füllt die Regale wie eure Herzen? Schreibt mir das. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.